Europafraktion. Und das ist wirklich großartig. Wir machen mal das Pult noch ein bisschen höher, würde ich sagen. Das ist die falsche Richtung, dieses Pult. Warte, ganz in Ruhe. So. Wir freuen uns wirklich ganz doll. Terry, herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt unsere neue Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament der Grünen Gruppe bist. Und jetzt hast du das Wort. Danke, Emily, liebe Freundinnen und Freunde. Über Jahre und Jahrzehnte ist uns auch immer wieder vorgeworfen worden, wir seien nicht realistisch genug, wenn wir zum Beispiel darüber gesprochen haben, dass wir eher aus der Kohle aussteigen müssen, dass wir die Erneuerbaren stärker ausbauen müssen oder dass wir endlich diese toxische Energieabhängigkeit von Russland beenden müssen. Ich will jetzt mal ein paar Takte zur Realität hier sagen. Der Sommer 2022 war der heißeste Sommer, der jemals in Europa gemessen wurde. 2022 sind Hunderttausende Hektar von Wald in Europa verbrannt. Auch das ein trauriger neuer Rekord. 2022 war der Pegel des Rheins zum Teil so niedrig, dass er nicht mehr befahrbar war. Und die Loire, dieser mächtige große Fluss in Frankreich, war fast vollständig ausgetrocknet. Dürre, Hitze, Waldbrände, Überschwemmung. Das ist die Realität 2022. Das passiert nicht irgendwann. Das passiert heute. Und deshalb müssen wir dem auch heute gemeinsam begegnen. Begegnen, liebe Freundinnen und Freunde, begegnen können wir dem nur europäisch und global. Und der Green Deal, der europäische Green Deal hat dafür eine Tür geöffnet. Und es liegt jetzt an uns, durch sie zu gehen. Und das bedeutet, dass wir endlich einen Turbo für die Erneuerbaren brauchen. Mit einer Solarpflicht auf allen Dächern und einem massiven Ausbau von Windkraft, auch im wunderschönen Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Wir brauchen aber noch mehr als das. Wir brauchen auch eine Renovierungswelle in ganz Europa, denn mit schlechter Dämmung verschwenden wir jeden Tag kostbare Energie, obwohl es hier ehrlich gesagt ziemlich heiß in den letzten 3 Tagen war. Unsere Devise muss deshalb stattdessen lauten, wir müssen Wladimir Putin global isolieren, indem wir hier vor Ort unsere Häuser besser isolieren. Aber für sowas braucht es nicht nur gute Gesetze, sondern vor allem auch die nötigen Investitionen. Der Next Generation EU war ein historischer Schritt, denn wir haben gezeigt als EuropäerInnen, in der Krise nehmen wir gemeinsam Geld in die Hand, um Herausforderungen zu begegnen. Und den gleichen Antrieb, den braucht es auch jetzt, um der Klimakrise zu begegnen. Denn was wirtschaftlich in den nächsten Monaten auf uns zukommt, das wird kein Land in der Europäischen Union, auch nicht Deutschland, alleine stemmen können. Und ich will hier mal eine Sache ganz klarstellen. Deutschland mag das wirtschaftlich stärkste Land in der Europäischen Union sein. Aber warum ist das denn so? Deutschland ist wirtschaftlich stark, weil wir eingebunden sind in einen starken gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Und gerade deshalb müssen wir diese Herausforderung jetzt gemeinsam annehmen und den Green Deal gemeinsam europäisch durchbuchstabieren. Und dafür brauchen wir keine deutschen Alleingänge, sondern eine europäische deutsche Bundesregierung. Das brauchen wir für ein Gelingen der Energiewende, das brauchen wir aus makroökonomischer Vernunft, aber ich finde einen Punkt auch noch wichtig. Wir brauchen das auch als ganz klares Zeichen an Wladimir Putin. Denn wer versucht, uns EuropäerInnen in dieser Energiekrise zu spalten, der wird nur auf eins stoßen, auf mehr Einigkeit, auf mehr Entschiedenheit und auf mehr gemeinsame Kraftanstrengung, um den multiplen Krisen gemeinsam europäisch zu begegnen. In einem Monat findet der Klimagipfel in Ägypten statt. Alle Welt wird auf uns schauen, auf uns EuropäerInnen. Als Länder, die am stärksten von der Industrialisierung und der Klimaverschmutzung profitiert haben, müssen wir, and I'm very thankful for Elizabeth for making this point here again, müssen wir Verantwortung übernehmen für die Schäden der Klimakrise im globalen Süden. Und das bedeutet Entschädigung. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Elizabeth hier das nochmal so stark gemacht hat. Das wird aber auch bedeuten, dass wir den Green Deal nicht nur europäisch ausbuchstabieren, sondern dass wir wirklich alle mitnehmen müssen. Nicht nur, um auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen, sondern auch, um wirklich global klimagerecht zu handeln. Und ich finde, dass es auch dafür ein großer, wichtiger Erfolg ist, dass wir es hier in NRW geschafft haben, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Das ist ein wichtiges Signal, gerade hinsichtlich der anstehenden Klimaverhandlungen.
Und wie notwendig umfassende Klimapolitik ist, das hat nicht zuletzt der brutale Krieg in der Ukraine gezeigt. Denn Klimapolitik ist nicht nur Ökopolitik und auch nicht nur Gerechtigkeitspolitik, sondern vor allem auch Sicherheitspolitik. Und ehrlich gesagt, die anderen EuropäerInnen, die zeigen doch zu Recht auf die fehlgeleitete Energiepolitik Deutschlands der letzten Jahrzehnte. Denn das deutsche Geschäftsmodell, mit billigem Gas aus Russland eine unnachhaltige Exportwirtschaft zu befeuern, das ist entlarvt. Das ist entlarvt nicht nur als klimaschädigend, sondern als Bedrohung für alle unsere Sicherheit. Denn wir sind erpressbar geworden. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, muss Zeitenwende bedeuten, ja, dass wir der Ukraine militärisch zur Seite stehen. Aber es muss auch jetzt bedeuten, dass wir das Ruder rumreißen, dass wir voll auf erneuerbare Energien setzen, auf gedämmte Gebäude, auf grünen Stahl, auf grünen Wasserstoff, auf klimafreundliche Mobilität und eben auch auf europäische Solidarität. Liebe Freundinnen und Freunde, die nächsten Monate werden knallhart werden. Ich glaube, das wissen wir alle hier in Deutschland und überall in Europa. Energiekrise, massive Angriffe aus Russland, eine eskalierende Klimakatastrophe, soziale Verwerfung und ja, Faschisten, die versuchen werden, von diesen multiplen Krisen zu profitieren. Wir sehen das, wir wissen das. Aber ich finde, wir müssen auch die politische Kraft sein, die eins ganz klar machen. Wir sehen auch, wenn wir uns dem gemeinsam entgegenwerfen als EuropäerInnen, dann können wir diese Krisen bestehen, dann können wir das Ruder rumreißen und dann können wir in eine andere Zukunft schreiten, gemeinsam. Ganz vielen Dank. Herzlichen Dank, Terry.